Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einer neuen Fahrzeugvorstellung für ein neues Premium-Fahrzeug. Ab heute, den 3.7., könnt ihr euch den T78 im Premium-Shop oder durch den Premium-Shop in die Garage stellen. Ein Tier 6 amerikanischer Jagdpanzer, der im Rahmen des Independence Day, der ja am 4.7. in den USA gefeiert wird, ins Spiel kommt. Dementsprechend hat er hier auch diese amerikanische Flagge als Tarnung drauf, aber ich kann euch auch schon mal eine Warnung geben, die Tarnung kann man runter machen und auch eine ganz normale Tarnung draufpacken. Also nicht wie beim Bretagne Panther, wo man auf diese Tarnung verpflichtend auf dem Panzer haben muss oder nicht runter machen kann. Ich werde in dem Video den Panzer vergleichen mit der Hellcat und dem Jackson. Das sind die Standard Tier 6 Jagdpanzer der Amerikaner. Ich werde aber auch ein paar Worte zu verlieren zu den zu allen 6er Jagdpanzern, wie er da so dasteht. Fangen wir mit der Kanone an. 160 Pen auf der AP, 221 auf der APCR, 45 auf der HE. Alpha-Schaden von 240 und auf der HE 320. Fluggeschwindigkeit 850 Meter auf der AP ist nicht wirklich geil. Mit APCR wird es ein bisschen schneller. Genauigkeit von Stock 0,38, Stock Einzelzeit 2,0 Sekunden und Stock Reload 8,3 Sekunden. Damit unterscheidet er sich nicht groß zur Hellcat und zur Jackson-Kanone. Die sind übrigens beide identisch, Hellcat und Jackson. Allerdings haben die anderen beiden deutlich bessere Premium-Granaten mit 243 Pen und sie sind genauer mit 0,35 und haben auch eine bessere Einzelzeit von 1,7 Sekunden. Dafür schießt die Hellcat ein bisschen langsamer und der Jackson dafür wieder ein bisschen schneller. Allerdings muss man sagen, die Hellcat hat mit Abstand die schlechtesten Soft-Stats, was die 3 angeht. Ich glaube auch generell von 6er TDs. Da ist der T78 deutlich besser. Trotzdem sollte man mit dem nicht snapshotten. Also man muss den schon einziehen lassen. Der Jackson, was die Dispersion-Werte angeht, mit Abstand auf Platz 1 von den 3 Panzern. 10 Grad Gun Depression haben alle 3. Mobilitätstechnisch 55 km pro Stunde Topspeed hier auf dem T78 mit einem Leistungsgewicht von 21,8 PS pro Tonne. Damit ist er schlechter als die Hellcat. Die hat nämlich einen Topspeed von 72 und ein Leistungsgewicht von 22,7. Der Jackson ist von den 3 mit Abstand der schlechteste. Viel langsamer und auch ein viel, viel schlechteres Leistungsgewicht. Hitpoints 600 hat der, Hellcat 570, Jackson 590, Sichtweite haben alle 3 370 Meter. Bei der Panzerung kann man generell sagen, dass der Jackson der beste von den 3 ist, die Hellcat ist der schlechteste und die schlechteste und der T78, der ist da quasi so ein bisschen mittendrinne. Trotzdem gucken wir uns mal wirklich die effektiven Werte an. Wenn wir gerade zu dem Panzer stehen, dann kommen wir bei der Unterwanne auf ungefähr 28 mm. Die Oberwanne hat ungefähr 30 mm. Die Gunblende, die wirklich einen sehr, sehr großen Teil des Turms einnimmt, kommt auf Werte von 110 aufwärts, also teilweise auch über 200, 300 mm. Die ist wirklich gut. Allerdings gibt es neben der Gunblende und unterhalb noch so einen kleinen Rand, da hat er am Turm nur 30 mm. Wenn ihr also im Facehug steht, müsst ihr dort drauf aimen. Seitenpanzerung an der Wanne 19 bis 45 mm, das kommt ganz drauf an, wo ihr trefft. Seitenpanzerung vom Turm 25, am Heck an der Wanne hat er 14 bis 19 mm und am Turm am Heck 25 bis 57 mm. Also ihr seht, auch wenn er besser als die Hellcat ist, man darf sich außer bei der Gunblende eigentlich nicht drauf verlassen, dass der irgendwas bounced. Dafür ist er nicht gemacht, aber er hat wirklich eine angenehme Mobilität, mit der ihr euch auch wunderbar verlegen könnt. Und 10 Grad Gun Depression sind auf jeden Fall auch ziemlich nice. Noch ein paar Worte zum Tarnwert. Da liegt er mit allen Sechsern betrachtet im Mittelfeld. Wenn man jetzt den Vergleich zur Hellcat und zum Jackson ranzieht, dann hat die Hellcat den besten Tarnwert von den dreien. Der T78 ist minimal schlechter als die Hellcat und der Jackson ist auch nochmal eine Ecke schlechter. Generell muss man sagen, der Tarnwert nicht schlecht, aber es ist am Ende auch kein E25, trotzdem kann man damit arbeiten. Wenn man sich ansonsten mal so die Werte im Vergleich zu den anderen TDs auf Tier 6 anschaut, dann stellt man fest, dass die DPM von dem schon eher so im zweiten Mittelfeld liegt, also relativ weit hinten. Der ist nicht wirklich geil.
Der Durchschlag, auch der, würde ich sagen, liegt eher in der unteren Hälfte von den 6er TDs. Aber 160 auf der Shunner sind trotzdem meines Erachtens immer noch relativ gut. Beim Turnwert liegt er im Mittelfeld. Die Genauigkeit im Vergleich zu den anderen TDs auch eher schlecht. Da fragt man sich schon, was kann der denn? Nun, er hat 10 Grad Gun Depression. Das haben nicht viele 6er TDs. Er ist relativ schnell mit seinen 55 Kilometern pro Stunde Topspeed. Er hat auch ein sehr gutes Leistungsgewicht im Vergleich zu allen 6er TDs. Er dreht zwar die Wanne nicht ganz so gut, aber dafür hat er einen voll drehbaren Turm. Und das haben halt auch nicht alle 6er Jagdpanzer. Und das zusammen ergibt einfach ein Paket, mit dem man wirklich nett arbeiten kann. Und 240 Alpha ist halt auch einfach auf Tier 6 schon eine ziemliche Hausmarke. Und da kann man die Gegner auf jeden Fall ganz gut ärgern. Die Runde auf Paris brachte am Ende eine zweite Klasse, ein Duelland, ein Kämpfer, ein Wirkungsfeuer. Wir haben insgesamt 1471 Schadenspunkte gemacht, 4 Kills, 729 Basiserfahrungspunkte, damit vom Schaden her auf Platz 1. Von den XP her auf Platz 3 liegt daran, dass wir uns teilweise in Schaden nicht wirklich selber gespottet haben und dass wir halt auch nur gegen 6er gekämpft haben. Ja, Premium-Verbrauchsgüter. 20.000 gehen hier ab, dementsprechend sind es nur 12.000 plus. Wenn man die rausrechnet, kommt man hier auf 32.000 Credits, die man rausbekommt, was irgendwie überhaupt nicht funktionieren kann. Hier fehlen wieder irgendwelche Credits-Werte. Generell die Credits, die er verdient, die sind in Ordnung, die sind nicht schlecht. Am Ende muss man sich aber mal klar machen, es ist ein Tier 6 Panzer und auch wenn das ein Premium-Fahrzeug ist, wird er jetzt keine Credits abwerfen, wie man es vielleicht von Achtern gewohnt ist. Aber die kosten natürlich auch weniger im Premium-Shop. Und dementsprechend ja, kann sich das trotzdem lohnen. Außerdem erwähne ich auch immer noch mal gerne den Bonus für die Premium-Fahrzeugstufe, die man bekommt. Denn der ist prozentual gesehen höher, je niedriger die Tierstufe des Premium-Fahrzeugs ist. Deswegen kann es auch einfach Sinn machen, mal nicht Achter, sondern vielleicht 7er, 6er oder 5er Premium-Fahrzeuge zu fahren. Ja, wir bouncen 150, wie gesagt, die Gunblende, die ist trollig, die ist auch halt groß bei dem Fahrzeug. Es ist mir in mehreren Runden passiert, dass da wirklich Sachen gebounced sind. 165 Spotting ist nicht die Welt, aber generell vom Schaden haben wir uns hier, glaube ich, ganz gut verkauft. In der zweiten Runde kämpfen wir auch wieder nur gegen 6er. Die einzige 8er Runde, die ich bis jetzt mit dem hatte, ist tatsächlich sehr spannend gewesen. Die Runde hier wird es aber auch werden. Und da habe ich mich auch relativ gut verkauft. Natürlich ist der Panzer so ein bisschen Map-abhängig. Also so enge Maps, kleinere Maps ist natürlich generell von den TD immer nicht das, was man unbedingt sehen will. Und auch der hier lebt eher davon, in der zweiten Reihe zu stehen. Wir stehen jetzt gleich in der dritten Reihe. Und da werden wir sehen, dass einerseits mein Aiming schlecht ist, aber auch die Kanone halt dann doch auf ganz große Entfernung mit ihrer Genauigkeit, dann da ist sie dann nicht mehr das Gelbe vom Ei. Also ihr müsst gucken, also auf 400 Meter oder 450 Meter mit dem Kämpfen ist dann mit der Kanone nicht mehr so geil. Ihr müsst ein bisschen Midrange spielen, aber halt auch gucken, dass ihr euren Tarnwert irgendwie einsetzen könnt. Und das ist halt gegen Achter dann natürlich eine Herausforderung. Aber ich denke auch mit den Premium-Granaten kann er durchaus auch gegen Achter kompetitiv sein. Aber natürlich seid ihr da immer halt an der untersten Seite der Nahrungskette. Jetzt aber noch ein paar Worte zu den Modulen, die man in den Panzer einbauen sollte und zu der Besatzung, aber erstmal zu den Modulen. Ich habe jetzt hier in diesem Setup einen Ansetzer, einen Richtantrieb und ein Scherenfernrohr eingebaut. Der hat eine relativ gute Mobilität. Man könnte also auch überlegen, für ganz krasse Leute dem eine Optik zu geben. Andererseits, da fühle ich mich bei dem TD immer eigentlich nicht ganz so wohl. Das habe ich eigentlich bloß auf dem Scorpion G drauf. Aber man könnte überlegen, statt dem Richtantrieb ein Tarnnetz mitzunehmen. Da büßt man halt ein bisschen Einzielzeit ein. Trotzdem ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Denn man kämpft ja als TD halt eher aus statischen Positionen. Was man mit dem hier auf jeden Fall auch machen soll. Denn die Kanone ist nicht zum Snappen geeignet. Auch wenn sie die besseren Dispersion-Werte hat als die Hellcat. Also kurz gesagt, ich habe jetzt hier Ansetzer, Richtantrieb, Schere drin. Man könnte aber durchaus überlegen, statt Richtantrieb auch ein Tarnnetz mitzunehmen. Und halt komplett dann auf passives Spiel, wie für den Jagdpanzer gedacht ist, zu gehen. Bei der Mannschaft ist es so,
Er hat einen Kommandanten, einen Richtschützen, einen Fahrer und einen Ladeschützen. Ihm fehlt halt der Funker. Die Funker-Perks oder Skills sind mit ihm auf dem Kommandanten drauf. Und damit eignet er sich bedingt zum Mannschaftslevel. Für Tier 10er ist er generell ungeeignet. Da fehlt ein Ladeschütze. Für Tier 9er ist er auch nur für den T95 geeignet. Der T30 hat zum Beispiel zwei Ladeschützen und einen Funker. Also das passt nun wirklich überhaupt nicht. So, hier sehen wir übrigens die Kanone. Lässt mich erst wirklich in der ersten Hälfte der Runde hier komplett im Stich. Bei Tier 8 passt die Mannschaft in den T28. In den Brot passt sie halt nicht so richtig rein. Auf Tier 7 ist es auch so, dass sie nur in den T25 AT passt. Auf Tier 6 passt sie in gar keinen, also nicht in die Hellcat und auch nicht in Jackson. Und auch auf Tier 5 ist es so, dass man sie nicht in den T67 bzw. in die Wolverine reinstecken kann. Das Problem ist einfach, dass in den Panzern immer noch ein Funker mit dabei ist. Und das ist halt bei dem Panzer auf dem Kommandanten drauf. Das heißt, ihr könnt zwar mit dem Panzer die Mannschaft aus der Hellcat da reinpacken, teilweise halt zum Beispiel, aber der Funker wird halt nicht mitgelevelt, weil die Funker-Skills halt, wie gesagt, auf dem Kommandanten hier liegen und der einfach keinen Platz für den Funker hat. Das ist also zum Mannschaftslevel so ein bisschen problematisch. Gerade halt für die 10er-Mannschaften ist das halt nicht so geil, weil ein Ladeschütze zum Beispiel wird dann halt einfach immer nicht mitgelevelt. So, das ist halt irgendwie blöd. Aber kommen wir hier mal zu der Runde. Also ihr habt ja gesehen, ja, wir stehen jetzt hier, sind halt wirklich dritte Reihe gefahren und da, was ich halt schon angesprochen habe, die Kanone hier in der ersten Hälfte des Gefechts, also First Front stand ja neben mir und war auch im Discord mit dabei, ich war schon wieder gut am Eskalieren, möchte ich sagen. Das ist aber zugegebenermaßen bis jetzt die einzige Runde gewesen, wo wirklich die Kanone mich so extrem getrollt hat. Ansonsten habe ich die schon als sehr zuverlässig wahrgenommen. Voraussetzung ist aber halt einfach, dass ihr die wirklich einziehen lasst. Also Snapshots, ich kann es nur wiederholen, das funktioniert nicht so richtig mit der Gun. Dafür sind die Softstats, die Dispersion-Werte einfach nicht gut genug. Andererseits, wenn man sich jetzt die Karte betrachtet, gibt es jetzt hier für Jagdpanzer auch nicht groß andere Positionen, wo man sich hätte hinstellen können, wo man vielleicht aus der zweiten Reihe hätte spielen können, wo die Distanzen nicht ganz so groß sind. Also man hätte J1 spielen können und dann halt die 1er-Linie runter, aber das ist halt auch immer so ein Hop- oder Top-Spiel. Wenn da nichts passiert, stehst du dort und bist einfach am Arsch. Da ist die Position hier auf K6 oder K5 auf jeden Fall deutlich flexibler, denn du kannst im Grunde in alle Richtungen wirken. Du kannst in die Mitte wirken, du kannst in den Bereich wirken, wo jetzt der 40 TP von uns steht und gerade rausgenommen wird. Man kann aber auch auf die 1er-Linie wirken, wenn der Gegner dort extrem durchpusht, beziehungsweise halt auf die 9er-Linie, wenn dort der Gegner reindrückt, aber auch nur, wenn er wirklich reindrückt. Alternative wäre natürlich gewesen, Richtung KV2 jetzt zu fahren und sich vielleicht irgendwo bei was ist das, H8 oder so, oder oder G9 hinzustellen und von dort aus gegen den Cromwell und die KVs zu wirken. Das ist dann eher schon fast Close Range. Problem ist aber, dass dort die Arti hinwirken kann und das ist ein Cabrio-Panzer mit relativ wenig Panzerung, also den wollt ihr nicht von der Arti getroffen haben wollen. Also ich habe das in der 1/8er Runde erlebt. Da hat mich am Ende Full Life eine Tiger, GW Tiger P rausgenommen. Und das hat einmal gerumst und dann war ich weg. So, hier T150 auf auch wieder über 450 Meter. Es ist einfach schwierig, dort Weak Spots anzuvisieren. Und dementsprechend, es ist halt auch ein Heavy, kriegen wir da tatsächlich Probleme, was das Treffen von Weak Spot angeht. Und deswegen bauen sich hier am Stück, wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, was da im Discord los war. Ich war auf jeden Fall gut am Rumspeckern. Aber wie gesagt, das war bisher auch die einzige Runde und ansonsten habe ich wirklich nichts auf die Kanone kommen lassen. Also auch wenn sie eine Stockgenauigkeit von 0,38 hat, doch hat ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, wir kämpfen hier halt auch auf Distanzen, dafür ist die Kanone am Ende einfach nicht mehr gemacht. Wir werden aber auch noch sehen im Verlauf der Runde, dass dann auch die Mobilität des Panzers wirklich gut ist und gerade auch der Topspeed, auch wenn er in Anführungsstrichen nur 55 ist und schlechter als bei der Hellcat, gerade in Kombination mit dem Leistungsgewicht kann man da trotzdem durchaus mit arbeiten und hat einfach wunderbar die Möglichkeit da sich zu verlegen und auch zügig die Position zu wechseln.
Sodass man halt den Gegner wirklich in mehreren Punkten einfach so ein bisschen überraschen kann, beziehungsweise halt einfach in die Seite fallen kann. Und da sind dann auch die, dass der hier übrigens zugeht, habe ich nicht ganz verstanden. Und da sind dann auch die Pen-Werte nicht mehr so schlimm. So, ich kriege ja ein bisschen Spotting. Jetzt fährt er rein. Natürlich haben wir das Problem, auch wenn es ein voll drehbarer Turm ist, dass der Turm langsam dreht. Aber ich finde trotzdem TDs mit einem drehbaren Turm immer ganz nett, denn ihr seid einfach diese Ecke flexibler, dass ihr euch halt nicht bewegen müsst und dass im Zweifelsfall euer Tarnnetz oder euer Scherenfernrohr aktiviert bleibt. Also kurz gesagt, so ein bisschen als Zusammenfassung, mir macht der Panzer Spaß. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin ihn jetzt nicht allzu viele Runden gefahren. Wargaming hat uns den Panzer jetzt erst am Montag gegeben. Ich hatte jetzt also effektiv eigentlich nur 2 Tage Zeit, um Runden zu fahren. Also nicht mal 2 Tage. Und ein Video zu machen. Also ich bin jetzt vielleicht, lass mich lügen, 10 Runden mit dem Fahrzeug gefahren. Also nicht so viele wie mit dem Bretagne Panther. Da hat man deutlich mehr Zeit. Aber trotzdem hat sich schon so ein Bild abgezeichnet. Man muss natürlich aufpassen mit der Panzerung. Die ist nicht wirklich prall, ja, das ist klar. Also auch wenn er besser ist als bei der Hellcat, euch durchschlägt alles, egal ob es ein 4er oder ein 8er ist. Es sei denn, sie treffen halt wirklich unglücklich die Gunblende, dann kann da schon mal was bouncen. Er ist AT-anfällig, aber er hat eine angenehme Mobilität und kann sich auch einfach damit so ein bisschen in die Flanke des Gegners manövrieren, um dann die nicht ganz so mega geilen Pen-Werte für einen 6er TD trotzdem noch nutzen zu können. Und ich finde trotzdem 160 Pen, das ist okay. Wie gesagt, andere 6er sind da deutlich besser. Durch die Bank weg eigentlich fast. Aber trotzdem finde ich, lässt sich damit durchaus arbeiten. So, jetzt ist es bloß noch ein KV-2. Der steht irgendwo da drüben. Hier ist eine Hellcat. Die ist One-Shot. Und ja, hier leicht angeaimt. Und dann können wir sie rausnehmen. Und jetzt haben wir noch 2 Artis und den KV-2. Interessant ist, dass die M44 irgendwo dasteht. Damit habe ich jetzt so überhaupt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Ich dachte eigentlich, dass ich hier safe stehe. Wir haben ein bisschen Glück, dass sie da verschießt. Sie verlegt sich vermutlich auch gleich wieder. Denn ich bekomme sie hier auch nicht auf. Aber hat sie auf jeden Fall gut mitgespielt, die M44. Und wir werden auch gleich noch sehen, wo sie auftaucht. First Front ist weiter da hinten stehen geblieben. Einfach um den KV-2 zu spotten, falls der da reinfährt. Und ja, die Art, die sich quasi holen will, dass er den da quasi abfarmen kann. Andererseits wäre der KV-2 wirklich schön blöd, wenn er das tun würde. So, M44. Und huch, wir machen zwar einen High Roll, aber sie hat halt mit 280 Hitpoints noch ein bisschen mehr. Aber wir zünden sie an und können sie damit ziemlich glücklich mit einem Schuss rausnehmen. Und jetzt ist die große Frage. Ja, da ist die Arti. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, von wo sie geschossen hat. Und wo ist halt dieser KV-2? Das ist wirklich die spannende Frage. Wir haben uns jetzt hier abgesprochen, dass ich hoch Richtung Hügel fahre. Ich mache mal ein bisschen die Zeitbeschleunigung an. Um von dort aus ja, den KV zu spotten. Um ihn zu finden. Das Ganze, ich kann es jetzt schon spoilern, wird nicht so ganz funktionieren. Also ich stelle mich hier hin, Cookie, Cookie, da ist er nicht. First Front fährt jetzt unten lang, zieht ihn auch nicht. Wir gucken hier so ein bisschen, nee, da ist er nicht. Und schwubbeldiwupp geht die AT, die gegnerische AT in unserer Basis auf, nimmt unsere AT raus, so wie das aussah, sogar in der Bewegung. Und ich muss jetzt hier gerade aufpassen, dass ich auf dem Weg nach unten mich nicht noch auf die Seite lege. Also wir wissen jetzt zumindest, wo die gegnerische Arti ist. Und müssen jetzt einfach hoffen, dass der KV-2 da jetzt nicht irgendwo auftaucht, wo es gleich richtig wehtut. So, mit 10 Grad Gun Depression, und das muss ich auch sagen, ist ziemlich nett, kann man hier, gut, jetzt hier an der Position ist es egal, aber an dieser Ridgeline generell so ein bisschen besser arbeiten. Und ja, ich kriege sie nicht auf mit Scherenfernrohr. Hinter mir geht der KV-2 auf. Und jetzt auf jeden Fall erstmal die Ketten in die Hand nehmen. Er hat geschossen. Und ich versuche jetzt... Ja, da hat die Arti auch geschossen. Ich versuche ihn jetzt hier
quasi über den Donut an ihn ranzukommen. Problem ist, er hat halt noch ein paar Hitpoints, ne? Er ist kein richtiger One-Shot für mich. Hier habe ich Glück. Denn er guckt in meine Richtung, er verschießt. Er hat da wirklich sich die Zeit genommen zum Aim. Ich habe ihm die Kette gezogen, aber er bleibt da jetzt halt mit den... Was, wie viel sind es? 58? Ne, 50 Hitpoints stehen. Und ich habe mich jetzt hier natürlich auch in eine Position manövriert, die nicht wirklich geil ist. Ich kriege ihn da zwar gespottet, aber wenn er da einen Snapshot setzt, bin ich halt einfach tot. First Front holt sich jetzt erstmal die Arti und ich muss jetzt hier hoffen, dass der KV da keinen Luckshot setzt. Andererseits ist er dort jetzt auch gepinnt, denn egal in welche Richtung er fährt, ich mache ihn da auf. Da kommt er auf jeden Fall nicht mehr weg. Er piekt da links und rechts. Das war jetzt gar nicht so in meinem Bewusstsein, dass man da wirklich auch rechts vom Stein pieken kann. Ich gehe nochmal ein bisschen auf Beschleunigung. First One hat die Arti rausgenommen, kommt jetzt von der anderen Seite. Das Ganze dauert halt ein bisschen und in der Zwischenzeit halte ich ihn halt gespottet. Der Vorteil ist, er kriegt mich nicht auf. Also stehend reicht der Tarnwert einfach aus, dass er mich da nicht spotten kann. Aber ich mit Scherenfernrohr kann ihn hier auf jeden Fall ohne Probleme spotten. Und jetzt kommt First Front von oben und versucht ihn da erstmal aufzumachen. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Und da ist er auch schon. Ich fahre jetzt hier mit rein, hoffe, dass er sich irgendwie nach zurück bewegt und ja, lol. First Front wird da irgendwie rausgenommen. Ich zögere kurz, aber eigentlich kann ich auf ihn drauf fahren, denn er hat ja gerade geschossen. Ja, er hat da oben ein bisschen rumgeglitscht und der KV2 konnte ihn da halt einfach rausnehmen. So, mittlerweile hat er fast wieder nachgeladen. Ich stehe halt auch einfach ein Stück weit weg von ihm. Und muss jetzt hier einfach hoffen, ja, angeaimt, sicherheitshalber eine APCR geladen und ihn dann rausgenommen. Selbst wenn er in meine Richtung guckt, er muss halt trotzdem erstmal einziehen und ich kann ihn hier dann am Ende rausnehmen. Am Ende sehen wir in der Auswertung, war das eine erste Klasse. Muss man jetzt nicht so auf die große Schippe legen, sage ich mal. Denn ja, klar, bisher fährt den Panzer niemand. Deswegen ist es relativ einfach, mit dem Panzer eine erste Klasse oder einen Panzerass zu fahren. Es gibt noch den Schläger, den Brandstifter, den Kämpfer, das Wirkungsfeuer, keine größeren Medaillen. Ich mache hier am Ende 1225 Schadenspunkte, 5 Kills, also insgesamt doch schon ganz nett, ne? Von der Killanzahl, vom Schaden geht natürlich immer noch ein bisschen mehr. 866 Basiserfahrungspunkte bringen uns hier hinter dem KV2 den zweiten Platz. 339 noch gespottet. Auch hier gehen wieder die 20.000 von den Premium-Verbrauchsgütern weg. Trotzdem, diese Rechnung stimmt vorne und hinten nicht. Warum ich jetzt hier 16.000 raus habe, also irgendwas wird hier halt nicht mit angezeigt. Denn es müssten ja eigentlich 26 minus 20 sind bei mir 6. Und jetzt hätten wir sogar Minus gemacht mit der Runde. Ja, es war halt auch ein bisschen APCR noch mit dabei. Einfach, um dann am Ende hier sicher zu gehen. Und wenn ich vielleicht ein bisschen mehr APCR auf den, oder generell auf den T150 geschossen hätte, hätte ich auf den auf einfach nochmal ein bisschen Schaden abgefarmt. 5700 XP liegt jetzt hier am Premium-Account. Vierfach Tagessieg, Bonus für die Premium-Fahrzeugstufe. Wie gesagt, je niedriger die Stufe, desto höher der Bonus. Und auch noch der Platoon-Bonus, 195 Erfahrungspunkte. Ja, der Panzer ist wie gesagt ab heute im Shop. Den Link packe ich euch mit in die Videobeschreibung. Generell in meinen Augen ein schöner TD, auch wenn er jetzt an manchen Punkten schlechter als die Hellcat ist. Aber dafür muss man einfach sagen, die Dispersion-Werte auf der Hellcat sind wirklich so abartig schlecht, dass der das, glaube ich, an anderer Stelle einfach wieder wettmacht. Ich bin ihn jetzt in den paar Runden, die ich so mit ihm gefahren bin, wirklich sehr gerne gefahren. Er hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als der Bretagne-Panther, muss man sagen. Dazu muss man aber auch noch erwähnen, ich mag halt auch TDs. Ich mag auch eigentlich Mediums, aber der Bretagne-Panther, das habt ihr ja auch gemerkt im Video, da war ich nicht wirklich begeistert von dem. Aber ich mag halt auch TDs und das ist auf jeden Fall ein TD, der gefällt mir wirklich sehr. Wenn ihr also TD-Liebhaber seid, wenn ihr die Hellcat mögt, dann mögt ihr den, glaube ich, auch. Ja, also der ist jetzt nicht so unähnlich zur Hellcat, im Gegensatz zum Jackson, der halt wirklich eine beschissene Mobilität hat. Von daher, ja, Liebhaber bzw. Sammler auf jeden Fall. Und wer noch einen schönen 6er TD als Premium für, ja, als Premium sucht, der kann hier auf jeden Fall auch mal überlegen, ob er dazu schlägt. Denn wie gesagt, in meinen Augen der deutlich bessere Premium-Panzer im Vergleich zum Bretagne-Panther. Aber wie gesagt, das ist halt meine subjektive Meinung.
Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Teilt das Video, wenn ihr wollt. Schreibt eure Meinung zu dem Panzer gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.